los! Hilf mir mal. Hier, los! Ah, die sind überall! Ronny, komm schon! Komm, wir müssen los! Los! Nein, komm schon! Oh Mann, sie kommen durch die Decke! Komm schon, renn! Mann, sind die Viecher schnell! Mach sie weg! Okay, alles klar. Und ja, bei mir? Dreh dich um. Alles klar. Bist du okay? Ja, glaub schon. Okay, nicht wieder reingehen. Ich denke, es ist eine gute Idee. Okay, wir müssen hier raus. Das wird nichts. Okay. Ich suche mal einen Weg rüber. Vorsicht! Ich hab's. Oh nein. Vorsicht nicht! Gleich geht's hoch! Ich weiß! Vorsicht! Hey, das geht! Läuft wie geschmiert! Jetzt müssen wir runter! Hey, warte! Los, Kanister ausschütten. Vollständig! Was machen die da? Fackelt hier alles ab! Oh nein. Sally, wir müssen hier raus. Weg hier! Achtung! Feuer legen! Oh. Ah, Mist, das ist nicht gut! Das war's! Mach ihn klar, Sally! Warte, Sally! Eilung! Warte, ich komme! Sind wir hier im Zirkus? Na los! Ich helf dir hoch! Na los! Komm!
gar nicht gut. Oh, verdammt! Es muss doch einen Ausgang geben. Hier steht gleich alles ein! Los!
rauskommen! Das war knapp, was? Geht's dir gut? Oh, ja. Einfach großartig. Ja. Gib mir mal einen Moment. Du vergisst irgendwie immer, dass ich 25 Jahre Vorsprung hab. Komm schon, Sally, du bist stark wie ein Ochse. Ja, klar. Also, warum die Eile? Die denken doch, wir wären da drin. Hat nicht viel gefehlt. Erstmal im Ernst. Ich glaube, ich habe einen Faden verloren. Warum machen wir das hier eigentlich alles? Oh, nein, 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 nein. Wenn da jetzt einer deiner Ich bin dafür zu alt reden kommt, lass es bleiben. Nein, die Jungs hier verstehen keinen Spaß. Ja und? Willst du jetzt einfach aufgeben, oder? Aber es redet doch niemand davon, aufzugeben. Dann tu bitte nicht so, als wärst du reif für die Kiste, okay? Hör zu, Junge. Ich bin seit 20 Jahren für dich da. Und daran wird sich auch jetzt nichts ändern. Das kannst du mir glauben. Ich will doch einfach nur sicher sein, dass wir hier das Richtige tun. Dein verdammter Stolz vernebelt dir das Hirn. Du wirst unvorsichtig. Das solltest du besser wissen. Du wirst noch dabei draufgehen. Verdammt! Am Ende gehen wir alle dabei drauf. Oh nein. Was? Cutter und Chloe. Sally, wenn sie uns gefolgt sind... Oh, scheiße, dann werden sie den beiden auch folgen. Wir müssen sie irgendwie... Ja, und dann nichts wie ab nach Syrien. Ich hoffe nur, dass du weißt, wo unser Auto steht. Ich bin nämlich vollkommen orientierungslos. Verdammt, ich kann die beiden nicht erreichen. Irgendwas stimmt da ganz und gar nicht. Wann macht denn der Laden wieder auf? Wir haben noch ein paar Stunden, bis die Touristen anrollen. Na, dann schwingen wir die Hufe. Die Kette ist durch. Okay, dann sind wir wohl nicht die Ersten hier. Naja, aber Marlo und Talbot halten uns für tot. Also haben wir das Überraschungsmoment. Verbocken wir es nicht. Genau. Wir schleichen uns rein und finden raus, wo sie Chloe und Cutter festhalten. Wenn sie hier sind. Positiv denken, Sally. Ich finde nur, dass die Typen nicht nach Geiselnehmern aussehen. Seien wir doch einfach mal optimistisch, okay? Wir retten Cutter und Chloe und schleichen dann zu viert wieder raus. Klar. Rausschleichen. Na klar, warum nicht?